Eine Bounded Priority Queue enthält eine Menge von Schlüsselwerten oder englisch Keys. Bounded heißt, dass die maximale Anzahl groß n von Keys, die gleichzeitig gespeichert werden können, bei Einrichtung des Queue-Objekts festgelegt werden muss und sich während der Lebenszeit des Queue-Objektes nicht ändert. Mit Methode Insert wird ein neuer Key eingefügt. Mit Methode Extract Minimum wird ein Key aus dem Heap herausgenommen und zurückgeliefert. Aber nicht irgendein Key, sondern der kleinste. Kommt der kleinste Key mehrfach vor, dann wird genau ein Vorkommen herausgenommen und zurückgeliefert. Welches Vorkommen das ist, ist undefiniert und hängt von der internen Implementation der Datenstruktur ab. Bounded Priority Queues werden in diversen Algorithmen verwendet, zum Beispiel in Dijkstra und Prim. Dort wird man für den Key immer eine Klasse definieren, die neben dem eigentlichen Key noch einen Rückverweis auf das Objekt hat, zu dem der Schlüsselwert gehört. Speziell bei Dijkstra und Prim ist das jeweils ein Knoten des Graphen. Der Vergleichsoperator wertet aber natürlich nur den Key aus und ignoriert diesen Rückverweis. In Java würde sich anbieten, Interface Comparator entsprechend zu implementieren. Einige Algorithmen benötigen eine Methode DecreaseKey, die einen bestimmten Key auf einen gegebenen kleineren Wert reduziert. Damit auf diesen Key in konstanter Zeit zurückgegriffen werden kann, gibt Methode Insert schon beim Einfügen eine ID zurück. Diese ID muss der Algorithmus speichern und bei Aufruf von DecreaseKey als Argument übergeben. Typischerweise wird die ID an dem Objekt gespeichert, zu dem der Key gehört. Kommt der Algorithmus an diesem Objekt vorbei und beschließt er, den Key dieses Objektes zu reduzieren, dann hat der Algorithmus die ID gleich zur Hand und kann umstandslos DecreaseKey damit aufrufen. Die konkrete Datenstruktur Heap implementiert die abstrakte Datenstruktur Bounded Priority Queue. Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass Bounded Priority Queue bekannt ist. Das hier gezeigte Bild ist nur eine abstrakte Intuition. Wir stellen uns einen Heap also als einen binären Baum vor. Alle Schichten bis auf die allerletzte sind vollständig gefüllt. Die letzte Schicht ist von links nach rechts gefüllt. Man kann in diesem Bild direkt die sogenannte Heap-Eigenschaft ablesen. Für jeden Knoten gilt, dass der Wert im Knoten selbst kleiner gleich den Werten in beiden unmittelbaren Nachfolgeknoten ist. Zum Beispiel ist die 7 kleiner gleich der 28 und der 11. Und die 11 ist kleiner gleich der 39. Aus der Heap-Eigenschaft folgt mit einer trivialen vollständigen Induktion, dass der Wert an der Wurzel kleiner gleich jedem Wert im Baum ist, also immer das Minimum an der Wurzel steht. Aber die tatsächliche Implementation sieht ganz anders aus. Tatsächlich werden die Werte in einem Array gespeichert, das wir The Heap nennen. Genauer gesagt werden sie in den Komponenten namens Key gespeichert. Die Reihenfolge ist strikt vorgegeben. Zuerst kommt der Wert an der Wurzel, dann von links nach rechts die Werte in der zweiten Schicht, dann von links nach rechts die Werte in der dritten Schicht und so weiter. Was die ID ist, sehen wir gleich. Das Ganze wird massiv kompliziert durch den Mechanismus, den wir schon abstrakt bei Bounded Priority Queues gesehen haben. Die Methode Insert liefert einen Index als ID des eingefügten Wertes zurück. Methode DecreaseKey erhält diese ID als Argument beim Aufruf. Diese IDs können tatsächlich mit konstanter Laufzeit in Insert erzeugt oder in DecreaseKey verwendet werden. Das sehen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Dazu benötigt wird ein ganzes neues Array, das wir Positions nennen. Methode Insert reserviert für den neu eingefügten Wert einen Index in Array Positions. An diesem Index von Positions steht immer die Position des Wertes in the Heap, also der Index, an dem der Wert in the Heap zu finden ist. Zum Beispiel ist der fünfte Index für die 39 reserviert. Deshalb steht am fünften Index von Positions der Wert 10, das ist der Index, an dem die 39 in the Heap zu finden ist. Methode DecreaseKey schaut nun im Array Positions an diesem Index nach, um herauszufinden, wo der zu reduzierende Wert in the Heap steht. Die IDs in the Heap selbst sind Rückverweise auf die entsprechenden Indizes in Positions. Zum Beispiel steht an Index 10, wo die 39 steht, eben genau die ID 5, an der die Position C der 39 umgekehrt in the Heap steht. Dieser Rückverweis ist notwendig, denn die Methoden Insert, Extract Minimum und DecreaseKey vertauschen auch Positionen von Schlüsselwerten in the Heap. Dann müssen die zugehörigen Einträge in Position natürlich mitgetauscht werden. Dazu müssen sie aber erst gefunden werden und das geht über diese Rückverweise. Durch Methode Insert wird eine freie ID reserviert und durch Methode Extract Minimum wird die ID des herausgenommenen Elements wieder frei für ein neues einzufügendes Element. Wir wissen zwar, wenn ein neues Element eingefügt wird, dass immer ein Index in Positions gerade frei ist, weil nie mehr Elemente zugleich gespeichert sind, als Positions und der Heap groß sind. Aber wo ist so ein freier Index? Wie findet man ihn? Und das am besten noch in konstanter Zeit.
Denn wenn andauernd neue Elemente eingefügt und Kleinstelemente herausgenommen werden, und das auch noch in beliebiger Reihenfolge, dann sind die verbliebenen freien Indizes alles andere als leicht und schnell aufzufinden. Deshalb fügen wir in die Datenstruktur noch eine Sequenz mit Schlüsselwerttyp int ein, die wir unused nennen. Das kann zum Beispiel eine Linked List sein. In dieser Liste sind immer alle Indizes gespeichert, die in diesem Moment nicht einem Element im Heap zugeordnet sind. Das heißt, alle Indizes, die entweder nie durch Methode insert reserviert wurden oder die zuletzt durch Extract Minimum freigegeben worden sind. Methode insert löscht jetzt einfach den Kopf der Liste und gibt den darin gespeicherten Index zurück. Methode Extract Minimum hängt einfach vorne einen neuen Listenkopf an und speichert darin den frei gewordenen Index. Und damit ist die Datenstruktur Heap endlich fertig. Ein neuer Wert soll mit Methode insert eingefügt werden, in diesem Fall die 6. Die 6 wird ganz am Ende in das Array der Heap eingefügt und die Anzahl n der Elemente wird entsprechend um 1 erhöht. In der abstrakten Baumstruktur bedeutet das, ein neues Blatt wird rechts neben das rechteste Blatt in der untersten Schicht gehängt. In diesem Beispiel nicht gezeigt wird der Fall, wenn die unterste Schicht voll ist. Dann macht das neue Element eine neue Schicht auf und wird ganz links eingehängt. Zurück zu diesem Beispiel. Am Vorgänger des neuen Elements ist die Heap-Eigenschaft jetzt verletzt. Die 6 ist nicht größer gleich der 39. Diese Verletzung wird dadurch geheilt, dass die 6 mit ihrem Vorgänger, der 39, getauscht wird. Das ist das Ergebnis der Vertauschung. Allerdings ist jetzt wieder die Heap-Eigenschaft am Vorgänger der 6 verletzt. Die 11 ist nicht kleiner als die 6. Deshalb vertauschen wir wieder die 6 mit ihrem Vorgänger, der 11. Und so sieht es nach dieser Vertauschung aus. Die Verletzung ist wieder um 1 hochpropagiert. Dies ist der Moment, um die Invariante dieses Hochpropagierens anzusprechen. Invariante ist, dass die Heap-Eigenschaft an jedem einzelnen Knoten im Heap erfüllt ist, außer potenziell am unmittelbaren Vorgänger des aktuellen Knotens. Jetzt sind die 6 und die 7 vertauscht worden und die Wurzel ist der aktuelle Knoten. Jetzt ist die Heap-Eigenschaft insgesamt garantiert erfüllt, denn dieser aktuelle Knoten hat keinen unmittelbaren Vorgänger, an dem die Heap-Eigenschaft verletzt sein könnte, und gemäß Invariante ist die Heap-Eigenschaft an allen anderen Knoten erfüllt. Noch einmal dasselbe Beispiel, aber mit Wert 9 statt Wert 6 zum Einfügen wird sich ein etwas anderer Fall ergeben. Wieder wird der neue Wert ganz am Ende eingefügt und wieder ist die Heap-Eigenschaft am Vorgänger der 39 verletzt. Also wieder Vertauschung und die Heap-Eigenschaft ist wieder an der 11 verletzt. Also wieder Vertauschung und jetzt ergibt sich ein anderer Fall als im ersten Beispiel. Jetzt ist die Heap-Eigenschaft am Vorgänger des aktuellen Knotens erfüllt, die 7 ist kleiner als die 9. Daher kann das Hochpropagieren beendet werden, denn die Invariante besagt ja, dass die Heap-Eigenschaft an allen anderen Knoten ebenfalls erfüllt ist. Das Minimum ist immer in der Wurzel und daher ganz leicht zu finden, in diesem Fall die 7. Die 7 wird mit der 41 überschrieben und das Blatt mit der 41 wird gelöscht. Warum die 41? Weil die 41 der letzte Wert im Array der Heap ist, sodass Löschen ganz einfach geht. Der Zähler groß n für die aktuelle Anzahl gespeicherter Schlüssel wird um 1 verkleinert. Jetzt ist die Heap-Eigenschaft an der Wurzel verletzt. Die 41 ist nicht kleiner gleich der 11 und der 31. Um die Heap-Eigenschaft wiederherzustellen, wird die 41 mit dem kleineren der beiden Werte getauscht, also der 11. Dadurch, dass der kleinere der beiden Werte für den Tausch mit der 41 gewählt wurde, ist die Heap-Eigenschaft an der Wurzel garantiert wiederhergestellt. Aber jetzt ist die Heap-Eigenschaft wieder durch die 41 verletzt. Dies ist der richtige Moment, um die Invariante dieses schrittweisen Abstiegs anzusprechen. Die Heap-Eigenschaft ist an allen Knoten erfüllt, außer potenziell am aktuellen Knoten. Diese Verletzung wird weiter nach unten geschoben, indem die 41 jetzt mit dem kleineren der beiden Werte 28 und 39 vertauscht wird, also mit der 28. Die 43 ist zwar größer als die 41, aber die 32 ist kleiner, also wieder die Heap-Eigenschaft durch die 41 verletzt. Und wieder Tausch mit dem kleineren der beiden Werte, also mit der 32. Ein Blatt kann die Heap-Eigenschaft gar nicht verletzen, also sind wir fertig.
Die Hiebeigenschaft ist am aktuellen Knoten erfüllt und an allen anderen Knoten gemäß Invariante sowieso. Noch einmal beinahe dasselbe Beispiel, aber wie beim Einfügen wird sich auch hier wieder ein anderer Fall ergeben. Wieder wird die 7 mit dem letzten Wert im Array überschrieben, diesmal die 31. Wieder mit dem kleineren Wert aus 11 und 31 getauscht, also mit der 11. Tausch mit der 28. Jetzt tritt der etwas andere Fall ein. Die Verletzung der Hiebeigenschaft muss nicht bis zu einem Blatt hinabgetauscht werden, sondern kann auch wie hier einfach mittendrin verschwinden, weil die beiden Nachfolgerwerte größer gleich dem Wert des aktuellen Knotens sind. In diesem Fall bricht die Schleife natürlich ab, denn die Hiebeigenschaft ist am aktuellen Knoten erfüllt und gemäß Invariante auch an allen anderen Knoten ebenfalls erfüllt. Methode DecreaseKey soll einen bestimmten Key verkleinern. In diesem Beispiel soll die 32 durch die 3 ersetzt werden. Argument der Methode DecreaseKey ist die ID dieses Elements. Wir haben schon besprochen, dass diese ID intern einfach der zugehörige Index in ArrayPositions ist. Diese ID ist 9, also wird zuerst in Index 9 von Positions nachgeschaut. Dort steht ebenfalls eine 9, also steht das Element an Position 9 im Array der Heap. So kann in konstanter Zeit auf die 32 zugegriffen werden. Jetzt ist die 32 auf 3 reduziert, das eigentliche Ziel der Methode DecreaseKey ist erreicht. Aber durch diese Operation wird die Heap-Eigenschaft beim unmittelbaren Vorgänger verletzt. Die 23 war kleiner gleich der 32, vorher war alles okay, die 28 ist aber nicht kleiner gleich der 3. Das ist im Prinzip dieselbe Situation wie nach dem Einfügen eines neuen Elements. Daher machen wir dasselbe wie beim Einfügen, wir propagieren die 3 und damit die Verletzung der Heap-Eigenschaft Schritt für Schritt hoch. Im ersten Schritt werden die 3 und die 28 getauscht und die Heap-Eigenschaft ist jetzt bei der 11 verletzt. Zweiter Schritt, die Verletzung ist jetzt in der Wurzel. Und letzter Schritt, wie beim Einfügen gilt, da die Wurzel keinen Vorgänger mehr hat, bei dem die Heap-Eigenschaft verletzt sein könnte, ist die Heap-Eigenschaft durch alle Knoten erfüllt, denn die Invariante besagt, dass die Heap-Eigenschaft bei allen Knoten außer potenziell dem Vorgänger des aktuellen Knotens sowieso erfüllt ist. Wir reduzieren wieder die 32, aber diesmal nicht zu 3, sondern nur zu 12, um zu studieren, was dann anders ist. Wieder Verletzung der Heap-Eigenschaft bei der 28. Wieder Tausch der beiden Werte. Aber nun ist die Situation anders. Da die 12 größer als die 11 ist, ist die Heap-Eigenschaft bei der 11 erfüllt und die Methode DecreaseKey kann vorzeitig terminieren. Die Heap-Eigenschaft ist überall erfüllt. Ein Heap ist ein binärer Baum, in dem alle Ebenen bis auf die letzte vollständig besetzt sind. Die letzte Ebene ist von links nach rechts besetzt. Die Schlüsselwerte der Knoten erfüllen die Heap-Eigenschaft, das heißt, für jeden Knoten ist der Wert in diesem Knoten kleiner oder gleich jedem der beiden Werte in den beiden unmittelbaren Nachfolgerknoten. Wann immer die maximale Anzahl gleichzeitig zu speichernder Elemente vorab beschränkt werden kann, kann ein Heap auch als Array mit dieser Anzahl Komponenten implementiert werden. Die Schlüsselwerte werden im Array von der ersten Komponente an ohne Lücken gespeichert. Eine Variable n gibt an, wie viele Komponenten aktuell belegt sind. Die Reihenfolge, in der die Werte der einzelnen Baumknoten im Array gespeichert werden, ist primär von oben nach unten, sekundär von links nach rechts. Durch diese strikte Reihenfolge können der Vorgänger und die beiden Nachfolger eines Knotens in konstanter Zeit identifiziert werden. Wenn etwa das Array mit Index 1 beginnt, dann gilt für jeden Index i, der Vorgänger, falls existent, steht an Index i halbe abgerundet, die beiden Nachfolger, falls existent, an Index 2i bzw. 2i plus 1. Für Anfangsindex 0 gibt es ähnliche, leicht abzuleitende Formeln. Für Methoden wie DecreaseKey muss man möglichst effizient direkt auf ein beliebiges Element im Heap zugreifen können. Zusätzlich zu dem Array, der den Heap implementiert,
braucht man dafür einen zweiten Array derselben Länge, den wir hier Positions nennen. Wird ein neues Element in den Heap eingefügt, dann bekommt es einen festen Index in Positions zugewiesen, der so lange exklusiv für dieses Element reserviert ist, bis das Element wieder aus dem Heap entfernt wird. An diesem Index wird in Positions immer der Index des Elements im eigentlichen Heap gespeichert. Wird ein Element im Heap bewegt, dann muss also auch der Wert von Positions an diesem Index mit der neuen Position des Elements im Heap überschrieben werden. Damit das effizient geht, enthält jedes Element im Heap noch den zugehörigen Index in Positions als weitere Information. Wichtig ist, dass die Methode zum Einfügen eines Elements in den Heap immer den dafür reservierten Index an das aufrufende Programm zurückliefert. Das aufrufende Programm verwaltet diese Indizes als IDs der im Heap gespeicherten Elemente und verwendet diese dann als Parameter beim Aufruf von Decrease Key. Eine typische Situation ist, dass im Heap Objekte irgendwelcher Art jeweils zusammen mit einem Schlüsselwert gespeichert werden. Dann kann die ID direkt am Objekt mitgespeichert werden. Das heißt, wann immer man auf das Objekt zugreift, hat man die ID ebenfalls gleich zur Hand. Konkretes Beispiel sind die Algorithmen von Dijkstra und von Prim. In beiden Algorithmen werden Knoten des Graphen jeweils zusammen mit einem Schlüsselwert in einer Bounded Priority Queue gespeichert, also beispielsweise einem Heap. Der Algorithmus ruft die Decrease Key mit einem Knoten nur auf, wenn er an diesem Knoten beim Durchlauf durch den Graphen vorbeischaut. Wenn die ID am Knoten etwa als zusätzliches Attribut gespeichert ist, dann ist sie im Moment dieses Aufrufs sofort verfügbar. Um beim Einfügen eines neuen Elements in den Heap schnell einen Index in Positions vergeben zu können, wird separat eine Liste momentan ungenutzter Indizes verwaltet, die wir unused nennen. Bei Einrichtung des Heap-Objekts sind natürlich alle Indizes in unused. Beim Einfügen eines neuen Elements wird einfach der erste Index aus unused genommen und für das eingefügte Element reserviert. Wird ein Element mit extract min aus dem Heap gelöscht, dann wird sein reservierter Index wieder in unused gespeichert. Da nach Voraussetzung nie mehr Elemente gleichzeitig zu speichern sind als der Heap und damit auch das Array Positions an Komponenten hat, können wir sicher sein, dass wir beim Einfügen eines neuen Elements immer einen Index in unused finden. Ein neuer Wert wird am Ende eingefügt und n wird dementsprechend um 1 erhöht. Dies kann die Heap-Eigenschaft am unmittelbaren Vorgänger des neuen Elements verletzen, aber natürlich nur dort. An allen anderen Knoten ist die Heap-Eigenschaft weiterhin erfüllt. Um die Heap-Eigenschaft insgesamt wiederherzustellen, wird diese Verletzung schrittweise hochpropagiert. Entweder löst sich diese singuläre Verletzung der Heap-Eigenschaft in irgendeinem Schritt von selbst auf, oder sie wird bis über die Wurzel hinaus propagiert und verschwindet dadurch natürlich auch. Invariante ist, dass die Heap-Eigenschaft an jedem Knoten außer möglicherweise am unmittelbaren Vorgänger des aktuellen Knotens erfüllt ist. Variante ist, dass der aktuelle Knoten in jeder Iteration im Baum um 1 höher steigt. Am Anfang ist der neue der aktuelle Knoten. Zur Fortführung der Invariante muss in jeder Iteration einfach der Wert des aktuellen Knotens mit dem Wert seines unmittelbaren Vorgängers vertauscht werden, falls letzterer größer als ersterer ist. Das Minimum steht immer in der Wurzel des Heaps. Es wird extrahiert, indem es durch den Wert ganz am Ende überschrieben wird und dieser Wert entfernt wird, was einfach Herabzählen von n um 1 bedeutet. Dies kann die Heap-Eigenschaft an der Wurzel verletzen, aber natürlich nur dort. An allen anderen Knoten ist die Heap-Eigenschaft weiterhin erfüllt. Um die Heap-Eigenschaft insgesamt wiederherzustellen, wird diese Verletzung hinabpropagiert. Entweder löst diese singuläre Verletzung der Heap-Eigenschaft sich in irgendeinem Schritt von selbst auf, oder sie kommt bei einem Blatt an und verschwindet dadurch natürlich auch. Invariante ist, dass die Heap-Eigenschaft an jedem Knoten außer möglicherweise am aktuellen Knoten erfüllt ist. Variante ist, dass der aktuelle Knoten in jeder Iteration im Baum um 1 hinabsteigt. Am Anfang ist die Wurzel der aktuelle Knoten. Zur Fortführung der Invariante muss in jeder Iteration einfach der Wert des aktuellen Knotens mit dem kleineren Wert seiner beiden unmittelbaren Nachfolger vertauscht werden, falls letzterer kleiner als ersterer ist. Der Index des betroffenen Elements wird der Methode Decrease Key als Parameter übergeben. Über Array Positions wird die Position des Elements im eigentlichen Heap identifiziert. Dieser Schlüsselwert wird gemäß Parameterwert verringert. Dies kann die Heap-Eigenschaft am unmittelbaren Vorgänger verletzen, aber natürlich nur dort.
An allen anderen Knoten ist die Hiebeigenschaft weiterhin erfüllt. Um die Hiebeigenschaft insgesamt wiederherzustellen, wird diese Verletzung Schritt für Schritt hochpropagiert. Entweder löst sich diese singuläre Verletzung der Hiebeigenschaft in einem Schritt von selbst auf, oder sie wird bis über die Wurzel hinaus propagiert und verschwindet dadurch natürlich auch. In Variante ist, dass die Hiebeigenschaft an jedem Knoten außer möglicherweise am unmittelbaren Vorgänger des aktuellen Knotens erfüllt ist. Variante ist, dass der aktuelle Knoten in jeder Iteration im Baum um eins höher steigt. Am Anfang ist der Knoten mit herabgesetztem Schlüsselwert der aktuelle Knoten. Zur Fortführung der Invariante muss in jeder Iteration einfach der Wert des aktuellen Knotens mit dem Wert seines unmittelbaren Vorgängers vertauscht werden, falls letzterer größer als ersterer ist.